Willkommen zum News-Rückblick von CUC. Was ist letztens so passiert? Wie immer mit Hintergrundinfos und Erklärungsversuchen zu ausgewählten Themen. Oft macht er es nicht, aber jetzt hat er es gemacht. Unser Kanzler hat einen Witz gemacht und das finde ich toll. Weil Humor nämlich etwas ermöglicht, was wir in diesen Zeiten brauchen, dringender denn je. Mit Humor kann man sich nämlich Themen nähern, die eigentlich tabuisiert sind. Hier kommt er, der Witz von Olaf Scholz. Ich habe schon den Witz gemacht beim Europäischen Rat. Deutschland muss einen großen Strand am Mittelmeer haben. Denn tatsächlich kommen mehr Flüchtlinge, die über das Mittelmeer nach Europa kommen, in Deutschland an, als in den Mittelmeeranrainerländern im Einzelnen. Wirklich? Du machst gleich zum zweiten Mal diesen Witz. Was ich witzig finde, ist, dass man aus einem korrekt beschriebenen Zustand, alle wollen nach Deutschland, einen Witz über etwas macht, für das man doch selbst als Politiker gefälligst die Verantwortung zu übernehmen hat. Das finde ich wirklich witzig. Nein, es ist nicht Deutschlands Strand am Mittelmeer, der Flüchtlinge zu uns führt. Es sind andere Dinge. Vier, um genau zu sein. Erstens, wir nehmen alle erstmal auf, auch ohne Pass. Danach wird langwierig geprüft und nur wenige werden nicht anerkannt. Zweitens, die wenigen, die kein Bleiberecht erhalten, werden geduldet und nur in Einzelfällen abgeschoben. Oft geht's auch nicht, weil die Herkunftsländer sie nicht mehr zurücknehmen wollen. Da kann man sich die Frage stellen, was das über diese Menschen aussagt, wo Länder weltweit um qualifizierte Arbeitskräfte konkurrieren. Drittens, unsere Sozialleistung, unser Bürgergeld ist höher als komplette Gehälter in manch anderen Ländern. Der griechische Minister Notis Mitarachi hat 2021 gesagt: Ich sage Ihnen, was gegen Sie, gegen Deutschland spricht. Es ist das Sozialleistungssystem, das die Flüchtlingsströme aus meinem Land antreibt. Die Menschen kommen über Griechenland nicht, weil sie nach Griechenland kommen wollen, sondern weil sie wissen, dass sie, wenn sie es nach Deutschland oder Österreich oder Holland oder Schweden schaffen, Anspruch auf Leistungen haben, die ein Vielfaches der Unterstützung oder später Gehälter ist, die sie in Griechenland bekommen. Viertens, wir haben uns ein Meinungs- und Diskussionsklima geschaffen, das auch die sachlichste, zahlen- oder faktenbasierte Kritik an Zuwanderung, Migranten und Flüchtlingen nicht zulässt. Ich glaube nicht, dass ich das erklären muss. Alle dürfen kommen, hat Merkel gesagt, und alle kamen. Hier eine Grafik von Eurostat, die zeigt, wo Asylanträge gestellt wurden. Die fliederfarbene Fläche ganz unten, das ist Deutschland. Aber jetzt kommt er, der große europäische Asylkompromiss. 20.000 Euro sollen Länder zahlen für jeden Flüchtling, den sie nicht aufnehmen. Manche werden sich jetzt die Augen reiben. Hä? Moment mal, war das nicht mal umgekehrt? Wir sind doch ein Einwanderungsland und brauchen Fachkräfte. Und herrschte da nicht mal so eine je mehr, desto besser Stimmung und die euphorischste Hilfsbereitschaft? Martin Schulz hat gesagt, was Flüchtlinge bringen, ist wertvoller als Gold. Und viel Widerspruch hat er damals nicht gekriegt. Der war Kanzlerkandidat der SPD. Krass, was ist denn da passiert? Wieso wird man denn jetzt bestraft, wenn man keine aufnimmt? Das klingt ja fast so, als würden Flüchtlinge einen Nachteil oder gar Kosten bedeuten. Das ist mir neu. Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel war da weitsichtiger. Es schrieb schon 2015, positive Wohlfahrtseffekte für die heimische Bevölkerung sind nicht zu erwarten. Mutige Aussage, gerade für 2015. Irgendwann waren die Folgen der unkontrollierten Einwanderung dann anscheinend auch Frau Merkel nicht mehr geheuer und sie begann von einer Umverteilung der Flüchtlinge auf andere EU-Länder zu reden. 2017 war das noch ein häufiges Thema. Was ist eigentlich daraus geworden? Wie viel wurden umverteilt bis heute? Also okay, Flüchtlinge werden uns moralisch auf, keine Frage, aber ökonomisch irgendwie nicht. Und 20.000 Euro decken dann alle migrationsbedingten Kosten? Sorry, aber ich bin da jetzt ein bisschen misstrauisch geworden. Wir geben für unbegleitete Flüchtlinge 5.000 Euro im Monat aus. Wie erkläre ich das dann einer meiner Nachbarin, die Rentnerin, ist 800 Euro im Monat hat? Da hat der Lafontaine doch mal eine Zahl genannt. Deswegen sollte der aus seiner Partei ausgeschlossen werden. Das geht heutzutage schnell. Der Sarrazin, der war auch so ein Zahlenmensch. Gleiches Schicksal. Die Welt veröffentlichte ähnliche Zahlen mit 50.000 Euro pro Flüchtlingskind und Jahr. Krass, dann würden die 20.000 Euro ja gerade mal für 4 Monate reichen.
Aber was kosten denn Flüchtlinge, wenn sie länger bleiben? Sie sollen ja bleiben, deshalb machen wir ja die ganzen Deutschkurse und so. Vielleicht googeln wir es einfach mal. Nicht, dass ihr denkt, ich erfinde da was. Heftig, das war mir neu. Da sind 20.000 Euro ja ein echter Schnapp. Die werden andere Länder gerne zahlen. Das Ganze ist schon ein bisschen schockierend, vor allem weil ich ab 2014 immer nur von Chancen der Migration gehört habe. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch dran erinnern könnt. Was ist daraus geworden? Der erste Link der Zürcher Zeitung ist auch nicht schlecht. Flüchtlingskosten sind ein deutsches Tabuthema. Ja, das könnte man wohl so sagen. Ich weiß nicht, ob Merkel ihr Verdienstkreuz erhalten hätte, wenn wir in Deutschland mal den Mut gehabt hätten, darüber zu sprechen. Frau Dr. Angela Merkel, Bundeskanzlerin AD, das Großkreuz des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung. Berlin, den 17. April 2023, und es folgt die Unterschrift des Bundespräsidenten. Jetzt können Sie noch mal klatschen. Ja, ich könnte stundenlang klatschen. Aber wen denn zuerst? Hallo, es war doch nicht Ihr Geld, sondern das der Steuerzahler. Sie hat sich moralisch inszeniert und wir zahlen. Fair ist das nicht. Aber bleiben wir bei den Kosten. Stimmt jetzt die Summe von 500.000 pro Flüchtling oder gibt's vielleicht auch noch andere Aspekte oder versteckte Kosten? Was ist zum Beispiel mit der inneren Sicherheit? Sicherheit kostet ja auch Geld. Was ist mit Messerattacken? Lange Zeit waren das ja nur viele Einzelfälle. Schon klar, aber wieso schlägt denn Innenministerin Faeser jetzt sowas vor? Ein Messerverbot soll her. Anscheinend nicht ganz unbegründet. Hier eine Statistik der Messerangriffe. Die Korrelation Täter, Herkunftsland fehlt natürlich, wäre aber aufgrund des zeitlichen Verlaufs dringend zu empfehlen. Hat jemand dafür den Mut? Messerkontrollen, Metalldetektoren an jedem Bahnhof, das wird teuer und extrem zeitaufwendig. Da beneide ich Pendler nicht. Hundertschaften der Polizei, die Clananwesen durchsuchen oder den Streit von Großfamilien schlichten, wie gerade in Castrop-Rauxel oder in Essen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Polizisten das alles umsonst machen. Die Grünen wollen jetzt ganze Hotels für Flüchtlinge kaufen oder anmieten. Das macht's natürlich nicht billiger. Wohlgemerkt nicht für Steuerzahler in Wohnungsnot oder Obdachlose, sondern exklusiv für Flüchtlinge, finanziert durch Steuergelder. Zuwanderung hat generell immer zwei Nebeneffekte. Wohnungsnot, Steigerung der Mieten und auch immer mehr freie Grünflächen müssen bebaut und versiegelt werden. Daran denken offenbar selbst die Grünen nicht. Uns fehlt hier ein Wert. Hilfsbereitschaft mag endlos sein, Geld ist es mit Sicherheit nicht. Ich meine, ist doch so, wenn du was spendest, spendest du dann immer dein komplettes Vermögen? Nein, irgendwo ziehst du eine Grenze. Vielleicht hätten wir genauso viele Flüchtlinge aufnehmen sollen, wie viel an Euro Leute in einen Spendenfonds eingezahlt hätten, als pauschal alle Steuerzahler in Sippenhaft zu nehmen. Wegen der einsamen Entscheidung einer einzigen Frau. Die wenigsten in der CDU haben damals ihre Entscheidung geteilt. Das wäre ein demokratischer Ansatz gewesen. Der Wert, der uns fehlt, um überhaupt mal die Situation einschätzen zu können, den nennen wir mal international TCI, Total Costs of Immigration. Integrationsleistungen, Deutschkurse, Sozialhilfe, Bürgergeld, Errichtung von Unterkünften und Asylcentern, Bearbeitungskosten, Betreuung, Bürokratie, Polizeieinsätze, Kriminalität, Clanrazzien, Einsätze von Hundertschaften wegen Großfamilien, Opferzahlen, Entschädigungszahlen an Hinterbliebenen. Man müsste sich das mal ganzheitlich anschauen. Das wäre vielleicht mal ein Thema für Mario Barth deckt auf. Übrigens, erst nach einem Jahr und massivem öffentlichen Druck hat sich Merkel bei den Opfern vom Breitscheidplatz entschuldigt. Was ist mit allen anderen Opfern infolge ihrer Politik? Fatih Birol, immerhin Energiechefökonom der OECD, bezeichnet die Energiepolitik Deutschlands als historischen Fehler. Wie übrigens Dutzende von ausländischen Politikern und Klimaexperten auch vor ihm. Auch hierzu ein bisschen Hintergrund. Warum haben wir keine Kernenergie mehr? Kann sich noch jemand dran erinnern? Warum ist das Image der Kernenergie in unserem Land so ganz anders als in jedem anderen Land?
Es war 2011, Fukushima. Frau Merkel hat sich ins Fernsehen gesetzt und gesagt, Fukushima verändert alles. Kernkraft wurde von unserer Kanzlerin plötzlich als unbeherrschbar bezeichnet. Fand ich damals schon seltsam. Ich meine, wie viele Kernkraftwerke haben wir an der Nordseeküste? Wie viele tektonische Verwerfungen haben wir dort? Wie viele Tsunamis gab es jemals an der Nordsee? Wenn das Kernkraftwerk Fukushima etwas weiter im Landesinnern oder nur 10 Meter erhöht gebaut worden wäre, hätte es keine Katastrophe gegeben. Ich weiß, dass Kernkraft eine Herzensangelegenheit der Grünen ist, aber so viele Nervenzellen hat ein Herz jetzt nicht. Und Tschernobyl und Fukushima waren menschliches Versagen. Tschernobyl war mutwillig und ein Kernkraftwerk direkt an der Küste eines Erdbebengebiets zu platzieren einfach nur dämlich. Aber wieso sagt Merkel dann sowas? Als Diplomphysikerin. Was die meisten vergessen haben, ist die politische Situation zu dieser Zeit. Umfragen seiner Zeit haben nämlich gezeigt, die Grünen lagen 2011 vorne bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg. Vor Fukushima hatte der CDU-Spitzenkandidat Stefan Mappus noch nachdrücklich für eine deutliche Verlängerung der AKW-Laufzeiten geworben. Fukushima wurde von Merkel als Ausrede benutzt, um eine energiepolitische 180-Grad-Wende der CDU einzuleiten und die Landtagswahl doch noch zu gewinnen. Davor war die CDU klar pro Kernkraft. In Wikipedia steht bei Landtagswahl Baden-Württemberg 2011 unter Wahlanalyse: Diese Wende wurde von 78% der Wähler als wahltaktisch und unglaubwürdig angesehen. Nur 20% hielten den Kurswechsel für glaubwürdig. Das Verhalten Merkels populistisch zu nennen, wäre noch geschönt. Ihre Reaktion auf Fukushima war parteitaktisch, egoistisch und manipulativ. Allein wegen diesem Verhalten ist die Verleihung des Verdienstkreuzes mehr als fragwürdig. Da brauche ich von Putin-Nähe, Gasabhängigkeit oder wir schaffen das erst gar nicht anfangen. Was Merkel übrigens auch überhaupt nicht bedacht hat, der Bund wurde danach mit einer Klagewelle der Energiekonzerne überzogen. Der Steuerzahler musste letztlich Milliarden an Entschädigungen zahlen. Und mal ganz grundsätzlich, wenn wir von Ländern mit Kernkraftwerken umgeben sind, welche Menschen soll denn dann unser Ausstieg überhaupt beruhigen? Sinn machte der Ausstieg damals nicht und heute, wo uns bezüglich Klimawandel die Zeit davonläuft, noch weniger, sagt selbst Greta. Und die EU sowieso. Ganz frisch reingekommen ist diese Meldung hier. Die Ampelkoalition gibt zu, dass wir Atomstrom aus Frankreich brauchen. Dazu fällt mir jetzt echt nichts mehr ein. Ein Tipp am Rande, online ausländische Zeitungen lesen. El País, Le Monde, Daily Telegraph, The Guardian, La Repubblica und so weiter. Mit einem Klick kann man die sich ins Deutsche übersetzen lassen. Da stellt man dann leider fest, wir werden langsam so etwas wie der komische, ungeliebte Onkel in der EU-Familie. Kernkraftwerke abschalten, aber mehr Kohle und Atomstrom aus Frankreich importieren. Massenhaft Einwanderung unkontrolliert zulassen, aber dann auf Umverteilung pochen. E-Autos pushen, die dann mit Kohlestrom fahren. Nach dem Motto, der Auspuff ist woanders, oder was? Und natürlich, dass wir uns anmaßen, andere Länder wegen ihrer Politik moralisch herabzuwürdigen. Ehrlich, welchem Land soll das gefallen? Das internationale Image Deutschlands ist auf einem Allzeittief. Oder was meint ihr? War unser Song beim Grand Prix wirklich so schlecht? Soweit mein heute etwas satirischer und provokanterer Wochenrückblick. Aber ich denke doch auch mit einigen Hintergründen für euch. Bei Wochenrückblicken halten wir uns mit unseren Kernthemen Psychologie, Instinkte, Tribalismus und seinen Einfluss auf unsere Meinungsbildung zurück. Aber dennoch habe ich diese Themen bewusst gewählt, weil ich zeigen wollte, was passieren kann, wenn man Emotionalitäten und Ängste schürt. Die Angst vor Atomkraftwerken oder auch die Angst, als Nazi bezeichnet zu werden. Man verliert nicht weniger als den Bezug zur Realität. Aus der schieren Angst vor einer moralischen Herabwürdigung, vor einer Ausgrenzung. So entstehen Sprech- und Denkverbote und der Austausch von Fakten und Argumenten und letztlich Erkenntnis wird sehr effektiv verhindert. Und Erkenntnis ist uns wichtig. Deshalb haben wir das Wort Cognition im Namen. Teilt uns eure Meinung in den Comments mit. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und abonnieren. Wir freuen uns über eure Unterstützung. Danke.